Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Dying Light. Ich war in Haran, leider zur Gegend. Ich war ja gar nicht in Haran, aber das kann ich dir nicht sagen, wo ich war. Tut mir leid. Ja, wir sind hier wieder im Turm. Wir sollen ja mit Rahim über das Nest sprechen. Wir haben ja beim letzten Mal in der Schule Sprengstoff gefunden, ne? Und Rahim hat ja vor, mit Sprengstoff dieses Schattenjägernest in die Luft zu jagen. Na, und um das zu machen, müssen wir mit dem Aufzug nach oben fahren. Jade hat mich angefunkt. Sie wird Sahid den Sprengstoff bringen. Sie hat mich auch gebeten, mit Rahim über das Schattenjägernest zu reden. Sie will sicher gehen, dass er sich davon fernhält. Ich überlege gerade, Said, wer ist denn Said? Da war doch ein Typ bei dem Jafar, der Said hieß, aber der schrieb sich mit Z und ohne dieses Apostroph in der Mitte. Ist dieser Said nur jemand anders? Oder ist es einfach nur inkonsistent? Naja, wir werden es ja hoffentlich bald mal erfahren. Na, Said, das war der, der für Reis die UV-Fackeln hier bauen musste, indem wir Terpentin und... Wow. Hat er gerade ein GRE-Paket runtergeschmissen? Das sehen wir natürlich jetzt nie. Ich erhalte Funksprüche aus. So, hier weiter oben ist noch eine Quest abzugeben. Ich glaube, das ist das mit der Pistole. Die will ich aber eigentlich... Ja, ich brauche ich ja gar nicht. Ich habe da jetzt eine... Ich habe jetzt eine Sturmmunition. Eigentlich recht viel. Die ich irgendwie nicht ausgerüstet habe. Ihr merkt, es ist ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe. Na? Ich arbeite mich von Folge zu Folge. Mehr oder weniger, oder? Naja, sagen wir, von kleinen Mini-Folgenblöcken zu kleinen Mini-Folgenblöcken. Na, ich werde auch gleich erzählen, warum, aber ich erst machen wir mal die Quest zu Ende. Die aber. Hoppala. Ach, Mensch. Durcheinander. Ach ja, der Rahim, der war ja ganz oben. Ey, altes Haus. Moin. Nein, Said hat mir von dem Sprengstoff erzählt, den ihr gefunden habt. Perfekt. Jade hat ihn Said gegeben. Er war bei einem Entschärfungskommando. Kennt sich also aus. Ja, ein glücklicher Zufall. Antizin zu finden wäre aber noch besser gewesen. Mein Kumpel Omar sorgt dafür, dass Said das Zeug mit Zeitschaltern ausstattet. Wir müssen ja Zeit haben, rauszukommen, bevor alles in die Luft fliegt. Oh, wir? Es gibt hier kein Wir. Ja, das Nest muss vernichtet werden. Und das geht jetzt auch. Aber ich werde das erledigen. Und zwar alleine. Aber das ist mein Plan. Und ich werde ihn perfekt ausführen. Versprochen. Aber verdammt. Es hat eh keinen Sinn, mit dir zu diskutieren. Ich melde mich, sobald Said die Sprengladung vorbereitet hat. Es ist also abgemacht? Wenn's sein muss. Haben wir einen Deal? Ja. Wir haben einen Deal. Okay, noch was. Ich habe so einen merkwürdigen Infizierten gesehen. Ist Dr. Zira im Anhänger? Ich brauche mal seine Meinung. Nein, er ist unten in der Krankenstation bei Dr. Lena. Danke. Wir sehen uns. Wow, 10.000 Überlebensrangpunkte. Ich finde es übrigens geil, wie hier die Spiegelungen sind, hier in dieser Wasserpfütze. Was ich aber komisch finde, ist, wenn ihr jetzt sozusagen, ich bewege mich mal, am rechten Bildrand... Da ist irgendetwas, was sozusagen noch zusätzlich spiegelt, was so ein bisschen ineinander schiebt. Was irgendwie sieht aus wie ein Bug. Ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Oder kann das... Ah, das kann vielleicht das Field of View sein sozusagen. Dass der Field of View dort ein bisschen sich krümmt und deswegen das Spiel denkt, dass dort eine... Ja, dass es dort anders aussieht. Ja, naja. Simpel unnatürlich aus, aber was soll's. Aber ansonsten finde ich schön, die Reflexion ist schon an einiges gedacht. Ich meine, vor allen Dingen, ich spiele das Ding hier auf Low, ne? Auf absolut niedrig. Mir reicht das. Ich denke, euch wird das auch reichen, ne? Aber ich meine, offensichtlich verbietet das Low nicht die Spiegelung. Ja, guckt euch's an. Fette Sache. Na gut, wir sollen mit Dr. Zira sprechen. So, außerdem können wir mal doch die Pistole abgeben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Hi. Du hast eine? Großartig. Hier, der Schlüssel, wie besprochen. Das ist der Schlüssel zu meinem alten Pfandleihgeschäft.
Das Beste der Stadt. Hey, apropos Pfandleihe, kann ich dich noch um einen anderen Gefallen bitten? Was? Du gehst doch eh dorthin, oder? Könntest du mir bitte etwas von dort mitbringen? Was denn? Eine, lach nicht, Actionfigur aus der Ray-McCall-Serie. Ich weiß, aber meinem Sohn bedeutet sie viel. Na gut. Beim letzten Mal hast du aber gesagt, alles, was da drin ist, gehört mir, also auch die Actionfigur, ne? Ja, bloß so. Aber okay, ich will deinen Sohn natürlich nicht enttäuschen. So, wir sollen runtergehen. Ja, warum hangle ich mich eigentlich von Folgenblock zu Folgenblock? Normalerweise würde ich das Spiel einfach mal richtig am Stück durchspielen, oder zumindest, ja nicht komplett, aber zumindest erstmal so 5 bis 7 Folgen aufnehmen, damit ich weniger Druck habe, immer wieder neue Folgen nachschieben zu müssen. Ich bin hier falsch. Hier wiederum sieht die Reflexion sehr komisch. Was reflektiert er da? Ah. Ominös. So, was haben wir hier? Ja, und ihr wisst ganz genau, ich mache das eigentlich nur, weil ich einen Let's Play-Partner immer noch, naja, nicht suche, sondern immer noch warte darauf, dass mein Let's Play-Partner endlich mal mit dabei sein kann. Ich dachte, ich habe echt so sehr gehofft, dass ich sagen kann, hey, hier, hallo, herzlich willkommen und guck, wer ist da und naja, so das Übliche. Und es hat wieder nicht geklappt und es kotzt mich langsam an. Na, hi. Na, spät auf den Kaffee, hä? Okay. Doktor, haben Sie einen Moment? Oh, Kane, richtig? Ja, was kann ich für Sie tun? Crane, ich habe Ihnen doch von diesem merkwürdigen Infizierten erzählt, der sofort Reißaus nahm, als er mich sah. Nun, ich habe gerade wieder so einen gesehen. Ich entsinne mich, dass Ihre Kollegen darüber gesprochen haben. Sie nennen sie Flüchter. Anscheinend bevorzugt dieser Typus bestimmte Bereiche der Stadt und zeigt sich nur nachts. Denken Sie, Sie könnten einen fangen und mir eine Gewebeprobe bringen? Reine Spekulation. Aber falls diese Kreaturen tatsächlich die Stellen bevorzugen, an denen ich meinen experimentellen Köder ausgelegt hatte, aber warten wir es ab. Bitte besorgen Sie mir eine Probe. Kommen Sie schnell zurück, wenn Sie sie haben. Sie muss frisch sein. Okay, und wo genau finde ich diese Biester? Soweit ich weiß, sollte der Quartiermeister auf dem Laufenden sein. Okay. Mit dem Quartiermeister sprechen. Ja, also wie gesagt, es kotzt mich langsam an, ne? Das ist ein ständiges Hickhack, ein ständiges Hin und Her. Am Anfang hieß es, wir nehmen das, wir wollen das gemeinsam aufnehmen. Dann, gut, da kann er jetzt nichts dafür, war das, hieß es, dass ihm die Framerate zu niedrig ist. Ich weiß nicht, wie hoch sie war, ob er da vielleicht zu viel Ansprüche gestellt hat oder so, das weiß ich nicht. Aber, eine doppelläufige Schrotflinte. Was ist denn das, eine Hippe? die hat auch, die macht ordentlich Damage. Na? Eine antiquierte Hacke, die ist bestimmt zweihändig. Will ich die kaufen? Ach, die kaufe ich jetzt nicht. Hat hier ein bisschen Munition. Offensichtlich lag es an seinem AMD-Prozessor. Na? Und da kann man, naja, kann man nicht viel machen, ne? Da haben wir die ganze Zeit auf ein Patch gewartet, sozusagen. Das sozusagen so ein Day One, Day Two Patch, wie auch immer. Dann kam ein Patch, hat es nicht wirklich behoben, ne? Mittlerweile hat er gesagt, hey, er kauft sich das jetzt für die Xbox oder hat das für die Xbox gekauft. Und damit war das für mich erstmal passé. Gut, wir Xbox und PC können leider nicht zusammenspielen, also Ende. Dann hieß es plötzlich, stellt sich einen neuen Rechner. Hat sich irgendwie Komponenten gekauft, hat die irgendwie nicht richtig eingebaut bekommen, bestellt jetzt plötzlich einen richtig fertigen Rechner. Immer wieder heißt es, ja, wir spielen, nein, wir spielen nicht, wir müssen erst warten und so weiter und so fort. Jetzt die Woche
Hier ist plötzlich der Rechner ist endlich da und eingerichtet und der Light läuft wie Hanna, alles bestens, wir spielen. Dann machen wir einen Termin aus für 21 Uhr. Dann kommt er erstmal eine halbe Stunde später, meldet sich eine halbe Stunde später und dann heißt es plötzlich, ja tut mir leid hier, ich kann jetzt nie, ich muss jetzt erstmal runterkommen und so weiter. Fragt man sich natürlich, wo kann man besser runterkommen als bei Zombies verkloppen, aber okay, von mir aus. Habe ich ja auch Verständnis. Wenn man sich nicht fühlt, würde die Aufnahme eh nie werden, gut, ne? Ursprünglich war es dann angedacht, dass er einfach sozusagen sich später meldet. Das wurde mir dann zu spät, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Und seitdem höre ich nichts mehr von ihm. Ne? Ich habe ihn mehrmals jetzt angesprochen, was jetzt ist, wie es jetzt aussieht. Ne? Und kurzum, ich nehme die ganze Sache wieder alleine auf. Also, liebe Zuschauer, ich würde das wirklich gerne mit ihm aufnehmen, ne? Aus zwei Gründen, weil ich denke, ein Let's Play Together ist aus meiner Sicht bei vielen Spielen einfach immer besser als ein einfaches Let's Play, weil man sich da einfach über Scheiße unterhalten kann, ne? Man muss, das ist spannender. Also ich persönlich gucke lieber Projekte, Let's Plays, wo sozusagen mehrere Leute beteiligt sind, als Let's Plays, wo nur einer quasi dabei ist. Zweitens ist es auch für mich interessant, weil ich möchte ja sozusagen das auch im Koop spielen. Na, das heißt, ich werde das nochmal versuchen jetzt. Ich werde jetzt hier ein paar Folgen aufnehmen, sozusagen, um erstmal weiter wieder über die Runden zu kommen. Und werde das dann einfach versuchen. Und ich denke, bei der nächsten Aufnahmesession werde ich dann wissen, ob wir das nur zu zweit machen oder ob das bis zum Ende ein Single Let's Player sein wird. Und ich werde euch dann in Kenntnis setzen. Ja, wie gesagt, ich finde die Art und Weise nicht gut. Und, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, jetzt schaue ich hier eine Weile rum. Das habe ich nur deswegen gemacht. Normalerweise hätte ich mich weiter bewegt, aber ich denke, hier gibt es was zu sprechen. Ich habe ein paar Leute in der Schule gesehen. Was die da wohl machen? Na, ich dachte, ich kriege von dir eine Quest. Aber die paar Leute in der Schule war ich unter anderem. So, was gibt's bei dir? Scheint, als hätten im Bazar auch welche überlebt. Die Hexe soll dort sein. Wenn jemand einen Weg finden kann, dieses Chaos zu überstehen, dann ist es Dahlia. Sie soll eine Hexe sein? Sie nennt sich selbst so. Behauptet, dass die Infizierten sie dank ihres Voodoo-Hokuspokus nicht einmal berühren. Sie soll unbehelligt die Stadt durchqueren. Nachts. Vielleicht weiß sie was Wichtiges. Ja, vielleicht. Vielleicht ist sie aber auch einfach nur eine totale Hochstaplerin. Na gut. Haben wir jetzt die Quest gekriegt? Halt, L. Nee. So, wir sollten mit dem Quartiermeister über Flüchter sprechen. Der große Knall haben wir noch. Vorsicht, Hochspannung will ich, wie gesagt, wenn es geht, zu zweit machen. Familiärer Notstand, das können wir dann eigentlich mal machen. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Quartiermeister. Der beste Läufer in der Zone. Ja, danke, danke, danke. So, also ab runter. Moment, müssen natürlich den einen Waffenslot. Hier haben wir noch ein einfaches Beil. Ein spitzenbewehrtes Hackmesser. Das können wir nochmal benutzen. Das können wir eigentlich vielleicht nochmal ein bisschen upgraden. Hier eine Nahkampfwaffe. Ein Hackmesser. Haben wir hier irgendwas? Die Einhandaxt. Mit Kartermod. Könnte man natürlich auch machen. Auf die eine Axt da. Los, machen wir. Einfach das Beil. Mal herstellen. Gibt ein bisschen Schaden. So, dann müssen wir das natürlich ausrüsten. Und können wir vielleicht noch ein bisschen upgraden. Haben doch bestimmt noch ein paar schöne Upgrades hier. Hier, der Attentäter. So, was hat denn die eigentlich für Schwächen? Eigentlich so richtig keine. Wir sollten vielleicht irgendein Upgrade drauf machen, was die Haltbarkeit erhöht. Hier, der Berserker wäre da zur Verfügung. Der Paladin. Ich würde sagen, der Paladin. Ja. So, was haben wir hier noch? Machen wir die Titanen noch drauf. Zack. Sehr schön. Okay. Upgrade bestätigen. Jo, bitte.
Und ab nach unten. Ich soll für Sarah eine Gewebeprobe des Flüchters besorgen, den ich bei der Schule gesehen hatte. Da sich Flüchter laut Sarah nur in bestimmten Bereichen der Stadt zeigen, werde ich meine Suche auf das dortige Gebiet konzentrieren. Sobald ich die Probe habe, muss ich sie umgehend zu Sarah bringen. Sie muss frisch sein, meinte er. Na gut. Oh geil, es gibt neue Aufträge. Was haben wir hier? Kreide für die Kleinen. Suchen Sie in der verlassenen Schule nach Mahlkreide. Kann man ja mal annehmen. Und das Elektronikbauteile. Sammeln Sie Elektronikbauteile und bringen Sie Teuger. Ich brauche ein paar Elektronikbauteile. So viele, wie ihr finden könnt. Unsere Verbindungsreichweite hat sich verbessert, aber die Funkgeräte geben bald den Geist auf, wenn ich keine Ersatzteile kriege. Es gibt ein paar Tankstellen, wo noch welche rumliegen können. Bitte bringt... Das Funksignal ist stärker als jemals zuvor. Ja, danke, deswegen musst du mir noch nicht reinsprechen. Also, es gibt ein paar Tankstellen, wo noch welche rumliegen können. Bitte bringt Tolga alles, was ihr auftreiben könnt. Logo. So. Ja, da können wir gleich mal gucken. Rahims Elektronikbauteile. Die Funkgeräte wird er damit nicht reparieren. In Wahrheit will Rahim einen Roboter-Kurier bauen. Eine seiner verrückten Ideen. So, zack. Das ging schnell. So. Oh, ich muss räuspern erstmal. Sorry. So, wo ist denn eigentlich hier das Paket? Das ist ganz schön weit weg. Naja, wir sprechen erstmal mit dem Portiermeister. Was kann ich für Sie tun? Dr. Sarah meinte, Sie wüssten, wo ich diese Flüchter finden kann. Extrem flinke Infizierte, übersät mit grünlichen Beulen. Ah ja, ja, ich kann Ihnen zeigen, wo Sie sich aufhalten. Hier, hier und hier. Aber wenn Sie mich fragen, wenn Sie keinen Ärger haben, warum suchen Sie dann welchen? Ein guter Punkt, danke. So, hast du vielleicht noch irgendwelche Komponenten oder so zu? Den Gruppensichtel, die nehme ich gar nicht erst mit. Na, man muss die Leute ja auch nie leer looten. So, was ist denn hier mit dir? Die Späher haben Leute die Schule betreten sehen. Irgendwas geht da vor sich. Okay. So, gucken wir mal. Flüchter sind eine spezielle Art von Infizierten, die für Dr. Sierras Forschung von Bedeutung sein könnten. Sie zeigen sich nur nachts und in der Nähe der auf ihrer Karte markierten Futterplätze. Sollten Sie sich auf die Jagd nach ihnen begeben, sollten Sie dabei besonders vorsichtig vorgeben, da Flüchter sehr leicht zu erschrecken sind und äußerst schnell rennen können. Und nachts möchte man ja vielleicht auch nicht mit einer Knarre rumschießen, ne? Na gut. Wir rennen jetzt erst einmal zu dem Paket. Bist du da? Spike, was gibt's? Wenn du mich brauchst, ich bin an der Fährstation und helfe morgen, den Kahn flott zu machen. Komische Sache. Ihr sagt, er sei von einem jungen Typen, der ganz nach dir klang, abgezogen worden. Hast du eine Idee, wovon ihr redet? Ey, ich muss los. Wir sehen uns später, Spike. Hä? Ah, ja. Herr Schwinde, das hier geht dich nicht. Was soll der Scheiß? Hurensohn! Aua. Dafür musst du mir büßen. Aua. Oh shit. Lass komm. Hurensohn! Na, lass komm. Hier. Was zum... Oh Scheiße! Mist, jetzt habe ich auf die Energie nie geachtet. Mist. Fuck. Nachtwandler, Nachtjäger, hä? Na gut. Wo willst du hin? Wir sind doch nicht fertig. Hä? Okay. Hurensohn! Na los, jetzt hier. Jetzt macht er schon.
Komm her. Ich reiß dir den Arsch auf. Zack. Sehr schön. Glücklicherweise waren wir gleich neben so einer Safe Zone. Ja. So, mein Timer hat gerade vibriert, aber ich hänge noch ein paar Minuten dran. Einfach nur, weil ich ganz schön viel auch geredet habe für euch. Na, und da ja nichts passiert ist. So, zack, zack. Okay. Jetzt müsste man ja eigentlich sinnvollerweise einfach mal schlafen. Hier drüben ist zum Beispiel so ein Futterplatz. Der ist gleich um die Ecke. Da könnte man natürlich auch hier einfach sich hinlegen. Na? Hier haben wir noch ein paar Pflanzen. Ach, Mensch. So. Hier auch noch. Mit Böller kann man Schattenjäger weglocken. Okay. Was auch immer das bringt. Boah. Boah. Wow. Schon wieder. Ui. Diese Beule auf dem Rücken. Na gut. Ab hier in die Safe Zone. Und da können wir ja mal eine Runde schlafen. So, liebe Leute. Und wisst ihr was? Das mache ich jetzt aber wirklich. Das in der nächsten Folge. Ich denke, das ist so spannend. Oh, ich sehe, Schlafen heilt. Das ist natürlich eine wichtige Information. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber jetzt ist es sicher. So, liebe Leute, also wie gesagt, Mann, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh Mann, ich kann mich nicht mal verabschieden mehr. Oi. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier diese Flüchter versuchen irgendwie zu kriegen. Ne? Also, bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, wie es so schön heißt. Ne? Doch das soll kein Vorwurf an Sven sein, an meinen Let's Play-Partner. Ich kenne ja seine Gründe nicht, warum er sich nicht meldet. Ne? Es gibt ja verschiedene Gründe. Familie, Freundin, Beruf, was auch immer. Und solange ich das nicht kenne, kann ich ihm auch erstmal keine Schuld geben. Ich hoffe, das wird sich noch entwickeln und wir sind beim nächsten Mal, also bei der nächsten Aufnahmesession, dann zu zweit. Das wäre ziemlich geil. Also bis dahin. Tschüss.